Schloss Maretsch. In der ganz besonderen Atmosphäre des Bozner Stadtschlosses fand die Ausgabe 2013 des Klimahaus Awards statt. Hausherr war Energie- und Umweltlandesrat Florian Musner. Insgesamt wurden 5 Projekte mit dem Goldenen Kubus ausgezeichnet, eines davon in Brixen, eines in Trient und 3 weitere im restlichen Italien. 3 weitere Projekte bekamen den Anerkennungspreis für die beispielhafte Umsetzung der Klimahausziele. Ich glaube, mit Klimahaus war es wirklich so, dass wiederum ein Exportartikel für Südtirol geschaffen worden ist. Es geht dabei um eine Idee, eine Innovation, eine Sensibilisierung, um eben die energetischen Probleme im Griff zu halten zu können. Und deswegen freut es mich, dass wir können auch außerhalb Südtirol diese Prämien übergeben, die es eigentlich ermöglichen, dass wir immer bekannter werden und auch Möglichkeiten schaffen für Arbeitsplätze bzw. für Innovation für unsere Zukunft. Ehrengast der Veranstaltung war der Präsident der Provinz Udine, Pietro Fontanini. Er war sehr stolz darüber, dass eine Gemeinde seiner Provinz die offizielle Auszeichnung des Klimahaus Awards erhalten hat. Der Goldene Kubus wurde für folgende Projekte überreicht: Villa di Gioia Biceglie in Apulien. Eine besonders energieeffiziente Villa, geschaffen für das mediterrane Klima mit sorgfältiger Auswahl nachhaltiger Baumaterialien. Sie erreicht die Klasse Klimahaus Gold Plus. Das Wohnviertel Le Albere in Trient. Die Sanierung eines aufgelassenen Industrieareals lässt ein neues, modernes Wohnviertel entstehen, das sich durch hohe architektonische Qualität und niedrigen Energiekonsum auszeichnet. Das Studentenheim Bachmann in Tarvis, Provinz Udine. Die Provinz Udine geht mit gutem Beispiel voran und schreibt für alle neuen öffentlichen Gebäude die Mindestklasse Klimahaus A vor. Diese Vorgabe wurde für das öffentliche Studentenheim Bachmann in Tarvis sogar übertroffen und erhielt die Klasse Klimahaus Gold. Haus Oberhuber in Brixen, eine umsichtige und schonende Sanierung mit Erhalt des architektonischen Charakters und sorgfältigem Einsatz von Materialien, aber mit energetischen Eigenschaften eines Klimahauses Klasse B. Haus Toussaint, Robilio in der Provinz Turin. Eine beispielhafte Umwandlung historischer Lagerhallen in einen modernen, energieeffizienten und komfortablen Wohnraum mit Hilfe innovativer technologischer und architektonischer Lösungen. Unter den ausgezeichneten Projekten sind also sowohl Neubauten wie auch Sanierungen zu finden. Die Sanierung bestehender Bausubstanz ist eine der großen, neuen Herausforderungen für das Klimahaus. Die große Herausforderung der Zukunft liegt sicherlich in der Sanierung der Bestandsgebäude. Etwa 3/4 der Gebäude wurden vor über 25 Jahren errichtet, als Energieeffizienz und die Komfortansprüche noch andere waren. Diese Gebäude benötigen oder haben einen Energiebedarf, der in etwa beim 10-fachen eines modernen Klimahauses liegt. Vor diesem Hintergrund hat die Agentur das Klimahaus R-Gütesiegel entwickelt, um ganz spezifisch auf die Besonderheiten im Sanierungsbereich einzugehen. Die Grundidee ist diejenige, dass sich nach den Regeln der Kunst saniere, ohne dabei architektonische oder historische Qualitäten zu beeinträchtigen. Man geht davon aus, einfach das Optimierungspotenzial bestmöglichst zu nutzen. 3 Anerkennungspreise wurden von der Jury vergeben. In der Kategorie Klimahotel wurde das Hotel Gitschberg in Meranzen ausgezeichnet, in der Kategorie Sanierung das Kohlerhaus in Innichen und schließlich in der Kategorie Klimahaus Work and Life das Firmengebäude Linio Alp in Brixen. Der Preis Klimahaus ist wichtig, weil ein Beispiel für alle die Projektanten sind, für die Komitenten, die einen Einsatz haben in im Gebiet der Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz. Und es ist wichtig, dass dieses Jahr die Preise auch in Piemonte und in Apulien gegangen ist. Und das heißt, dass das Projekt Klimahaus ist außer die Grenzen der Südtirol gegangen. Und das ist ein Beispiel für auch andere Länder. Und das ist ein Stolz auch für unsere Heimat. Allen Gewinnerprojekten ist natürlich gemeinsam die beispielhafte Umsetzung von Energieeffizienzkriterien und der nachhaltige Einsatz von Ressourcen, so wie sie die Klimahauszertifizierungen vorsehen. Dass das Klimahausprojekt nicht nur im Alpenbogen funktioniert und Anwendung findet, zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr die Gewinnerprojekte aus dem gesamten Staatsgebiet stammen, auch aus den wärmeren Gegenden des Stiefels.